Also ich glaube, bei zwei handballverrückten Eltern blieb mir gar nichts anderes übrig. Meine Mama hat mit mir schwanger noch gespielt und im Maxi-Cosi habe ich hinter der Bank gestanden, als die beiden auf dem Spielfeld rumgeturnt haben. Und ja, ich liebe den Sport und werde so schnell auch nicht damit aufhören. Ich habe bis jetzt diesen März die männliche D-Jugend mit meiner Mama zusammen trainiert und eigentlich war das vor 2 Jahren so eine Spontanaktion, wo wir gesagt haben, wir übernehmen das nur für 2, 3 Wochen und sind halt dran hängen geblieben. Und es hat unendlich viel Spaß gemacht und deshalb haben wir das jetzt 2 Jahre weitergemacht. Die Arbeit mit Kindern, also ich trainiere sehr gerne Jugendmannschaften einfach jetzt, weil es super viel Spaß macht, die Jungs und Mädels einem sehr, sehr viel zurückgeben und ja, man einfach merkt, was man für seine Arbeit, dass man einfach was zurückbekommt. Weiterhin Oberliga zu spielen und auch möglichst erfolgreich und mal sehen, wo mich der Weg noch hinschlägt. Auf jeden Fall möglichst lange Handball zu spielen, das wäre schön. Ein Mann, Mikkel Hansen, also der dänische Nationalspieler, ich glaube, viele kennen ihn einfach. Ich finde, er hat eine super Individualität und ja, super Abwehr, super Angriff. Also ich weiß nicht, ich finde, er macht so einen Handballspieler komplett. Dass wir, fies gesagt, so ein Dorfverein sind, der es irgendwie auf die Reihe bekommt, ganz, ganz viele Jugendliche zum Sport zu motivieren und einer der größten Vereine hier in der Gegend sind und ja, dass das einfach so ein Mittelpunkt von Schaumburg ist, wo man halt weiß, jeder kennt Schaumburg-Nord hier in der Gegend und das finde ich schön. Keine Ahnung, ich glaube Hohenhorst.